Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen, ich wollte schon sagen Haul, aber es ist ja kein Haul, Video. Ja, wir haben mittags, Kinder sind beide zu Hause, Kevin ist heute im Büro und ich habe hier gerade die Küche aufgeräumt, genau, würde jetzt die Einkaufstasche von gestern ausräumen. Gestern Mittag waren wir in der Stadt, bei mehreren gelebt, das würde ich jetzt eben auspacken. Und bei anderen haben wir dann halt bei DM ein paar Sachen geholt, bei Rossmann ein paar Sachen. Genau. Sonnencreme schon geholt für Kita und für Wickeltasche. Ich sage immer Wickeltasche, weil da halt alles Mögliche drin ist, was man so braucht, wie Wechselkleidung und Binden und keine Ahnung. Alles Mögliche halt. Dann kommt da Spielzeug rein, Essen rein. Genau. Einfach alles, was so unterwegs passieren kann. Es bleibt mein Wickelrucksack, egal wie alt die Kinder sind. Okay, die komplette Wohnung ist aufgeräumt. Ja, Kunstwerke habe ich von den Kindern aufgehangen, was Amelie so gemalt hat. Also die letzten Sachen waren von Amelie alle. Wie hier. Sie malt jetzt mehr ordentlicher aus. Malt aber auch immer mit einem jüngeren Kind, mit dem jüngsten Kind aus der Kita. Deshalb sagt sie auch immer, ich habe Klick-Lack-Racke gemalt. Das sagt sie dann selber. Hier fängt sie halt an, Gesichter zu malen. Oder halt oben, ich muss mal gucken, weil da auch andere Sachen bei hängen. Die Krone hat sie selber gemacht. Auch ausgeschnitten. Also voll geil. Genau. Oder hier, das süße Männchen. Ist das nicht süß? Habt ihr schon angefangen, euren Balkon hübsch zu machen oder Garten? Je nachdem, was ihr habt. Ich habe noch nichts geholt. Genau. Ja, ich freue mich schon drauf, wenn das dann grün wird. Den Sandkasten haben wir hochgeholt. Da haben wir schon Sand drin. Muss aber noch ein Sack gekauft werden. Und den Sack, den ich da gekauft hatte letztes Jahr im Angebot, der ist grottenschlecht. Den habe ich damals von Augsburg im Angebot geholt. Aber das ist richtig grobkörnig. Nicht schön. Ich bin in der Waschküche. Ihr wolltet ja gerne ein Update von meinem Höschen haben. Die Periodenunterwäsche. Ich hatte sie jetzt einmal auf 60 Grad gewaschen. Ihr habt mir empfohlen, Hygienespüle zu kaufen. Bei der nächsten Wäsche benutze ich lieber das von. Das ist jetzt das Stück, was halt gesaugt hat. Und wie man sehen kann, man sieht gar nichts mehr. Mal den anderen gucken. Ne? Auch nicht. Also man sieht nichts. Sieht aus wie neu. Genau. So, wir gehen jetzt hoch und bereiten alles für die Nacht vor. Und Jimmy wollte spielen. Na, junger Mann? So. Das möchte ich. Ich habe extra Platz gemacht, ich sehe es. Er ist verdammt schnell.
Wir haben gerade zu dritt die Bahn aufgebaut. Ich habe euch ja einmal gezeigt. Das Auto fährt ganz schön schnell. Ich muss neue Batterien reinmachen, aber ich habe es nicht mehr so schnell in Erinnerung. Da steht erstmal das, wie heißt das, die Sonnenmilch. Ich wusste nicht, wo wir es parken, bis wir das benutzen. Gucken, wo wir es hinstellen, ob es auf Komodo hier kommt oder in James Zimmer, keine Ahnung. Steht auf jeden Fall erstmal griffbereit und dann lege ich immer mal wieder Kleidung hin, die zu klein ist, die dann mit runterkommt in Kartons und so. Dann sammle ich immer hier so 2, 3 Sachen. Genau. Amis Outfit habe ich schon rausgesucht. Heute habe ich das gemacht. Wollte sie nicht, weil sie lieber mit dem Auto spielen wollt. Genau. Jetzt habe ich alles und so runter gemacht und fange ein bisschen an, in James Zimmer aufzuräumen. Er hat gerade schon ein bisschen was gemacht. Jetzt mache ich weiter. Dann können die beiden nämlich noch spielen. Genau. Ja. Und ich wollte endlich zeigen, wir haben Rauchmelder. Es hat ewig gedauert. Die wurden gestern angebracht. Ich bin sehr, sehr happy, dass wir endlich Rauchmelder haben. Weil ich weiß nicht, wie lange wir hier wohnen. Naja, ich zeig's. Das sind jetzt die neuen. Also ich finde, die sehen schon sehr witzig aus, wie so Ventilatoren, so kleine. Genau. Ja, wir haben in jedem Schlafraum ein. Das heißt, Ami, Jamie, Schlafzimmer und natürlich Fluchtraum hier im Flur. Wir haben den allerdings versetzen lassen. Der andere war nämlich hier. Und da hang zwar keiner, aber wenn da einer hängen würde und das Teil losgehen würde, würde man halt die Treppe runtersegeln, ne? Weil hier direkt die Treppe ist. Deshalb haben wir ihn versetzen lassen, dass man auch drankommt. Und unten im Wohnzimmer haben wir 2 Stück. Amelinchen hatte ja schon ein Buch rausgesucht. Wir lesen das. Das hat meine Mama geholt. Haben wir mehrere von. Sie hat auch schon Licht hier angemacht. Das wollte ich ausmachen. Die sind ja noch drüben beschäftigt. Ja? Ich war so frei und habe hier ein paar Kopien gemacht. Von dem Buch. Das hat Jimmy Nikita ausgeliehen. Das ist verdammt cool. Viele Experimente drin. Eine Woche ausleihen ist leider zu wenig. Deshalb, damit wir Experimente nachmachen können, habe ich es jetzt kopiert. Ich habe mich gerade fertig gemacht zum Duschen. Habe dann nochmal Nachrichten von Anne bekommen. Ich habe erstmal gelesen, was sie geschrieben hat. Genau, habe dann jetzt geantwortet. Und habe dann noch schnell noch eine E-Mail geschrieben wegen einer Kooperationsanfrage. Ich kriege ja super viele, das wisst ihr ja. Aber, warte mal, wie viele Firmen hatte ich jetzt? Den Tunista, Ocean Support, den BH und das Buch. 4. 4 Kooperationsanpartner in wie vielen Jahren? Seit wann mache ich YouTube? 6? 7 Jahre? Ist eigentlich nichts. Genau. Genau, und jetzt hat einer halt ein Paket schicken wollen, aber es ist halt noch nicht angekommen. Genau. Jo, das wollte ich dann testen. Ob ich das dann hier zeigen werde, weiß ich nicht. Wahrscheinlich kommt drauf an, wie ich die Qualität finden werde. Genau. Ja, ich gehe jetzt erstmal duschen. Ich habe es bitte nicht nötig. Wir haben den nächsten Tag. Ich habe gestern nicht mehr gefilmt. Ich war auch nur noch auf der Couch am Lesen. Ja. Heute machen wir den Wocheneinkauf. Ich muss mich jetzt um Amelie kümmern. Sie hat sich gerade schlafen belegt auf der Couch. Sie ist krank, geht schon wieder eine Kinderkrankheit in der Kita rum. Genau, hatten heute auch einen Anruf bekommen, mussten aber sie nicht eher abholen, weil die Ansteckungsphase schon rum ist. Aber die Krankheit ist halt jetzt ausgebrochen. Naja, ich kümmere mich jetzt um die Kleine. Und gucke erstmal, dass mein Handy lädt, weil irgendwie hat es die Nacht nicht geladen und ich habe kaum Akku. Ja, also bis zum nächsten Video. Tschüss.